Hat Südtirol so gesehen ein Problem? Ist die Integrationspolitik gescheitert in Ihren Augen? Sie ist natürlich in diesen Bereichen gescheitert, das ist ganz klar. Auch das, was jetzt in Burgstall passiert, und ich bin regelmäßig mit Eltern in Kontakt, das ist jetzt die Spitze eines Eisberges. Die Probleme sind ja schon seit Jahren bekannt, wurden durch die Corona-Pandemie beziehungsweise durch die Maßnahmen und Einschränkungen, die gefolgt sind, irgendwo auch verdrängt, sind jetzt aber noch einmal erneut und verstärkt hervorgebrochen. Und die Fälle, die Sie geschildert haben, das sind einige. Ich weiß von Müttern, die berichten, dass ihre Kinder nächtens aufwachen, die wirklich nicht mehr durchschlafen, die Angst haben vor dem Schulweg, vor der Schule selber, in den Klassenräumen geht's. Und da muss man einfach sagen, wenn wir als Gesellschaft und wir als Rechtsstaat vor 12, 13-jährigen Rotzlöffeln einknicken und als einzige Alternative einen separaten Bus sehen, wo wir sagen, dass die Burgstaller jetzt privat mit auf Gemeinde finanziert, das ist mit einem separaten Bus geplant, zur Schule gebracht werden müssen, wenn das die einzige Lösung ist, dann muss ich sagen, dann haben wir versagt. Und das Problem sind nicht die Kinder, die in der Tat wirklich hier aufgewachsen sind. Woher haben denn die Kinder dieses Weltbild, auch dieses Rollenbild? Das bekommen sie zum Großteil auch von zu Hause mit. Und hier hat die Integration der Erwachsenen versagt, der Eltern versagt. Und das passiert überall dort, wo wir keine kontrollierte Einwanderung haben. Und es sind vor allem Kinder mit arabischem Migrationshintergrund, wo auch die Eltern kaum integriert sind. Und das ist in Ländern, wo wir eine kontrollierte Einwanderung haben, eine Einwanderung, die direkt in den Arbeitsmarkt geht, ganz anders. Und wir müssen uns endlich eingestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind und nach klaren Regeln auch uns wie ein Einwanderungsland verhalten. So wie Kanada und Australien. Wir hatten auch in der Vergangenheit Gewaltprobleme. Es hat auch früher, vor 20, 30 Jahren, wahrscheinlich hat es kein Dorffest gegeben, wo es nicht auch eine Rauferei gegeben hat, dann auch schon unter Halbwüchsigeren und Erwachsenen. Aber was wir jetzt erkennen, ist ein Absinken der Hemmschwelle, wo wirklich zu Messern gegriffen wird, wo Kinder auf den Boden gezerrt werden und wo mit den Füßen auf den Kopf gestoßen wird, wo Nasenbrüche dabei sind. Der erste Schritt und der wichtigste Schritt, sich zu integrieren, ist die Sprache und geht über die Sprache. Und auch wenn wir gerade hier die Meraner Schulen, ob es die Wendler ist oder ob es in Untermais ist, das sind Klassen mit 20 Schülern, nein, nicht gut, wo fünf Schüler von 20 deutschsprachige Eltern haben, die anderen nicht. Die meisten scheinen ja auch nicht als ausländisch auf, weil die Eltern ja die italienische Staatsbürger mittlerweile sind. Deswegen sind die Zahlen ja auch nicht greifbar. Bei 10- und 12-Jährigen wird das ins Gefängnis stecken, sage ich einmal plakativ, nicht viel nutzen. Aber es geht darum, Sozialstunden einzubauen und Sozialmaßnahmen und Sozialdienste sozusagen zu leisten. Das heißt, die den Bus zum Beispiel ramponieren oder anzünden, wie jetzt in Meran passiert, dass die dann wirklich auch betreut über Wochen am Nachmittag eingesetzt werden, die Busse zu reinigen, zum Beispiel. Das sind erzieherische Maßnahmen, denn seien wir uns ganz ehrlich, Kinder, die zu Hause auch von Gewalt geprägt werden oder auch Eltern, die aus ihren Herkunftsländern, aus Sahara-Staaten oder auch vom Irak geprägt worden sind, da reicht nicht der erhobene Zeigefinger. Oder der Sitzkreis. Das ist da zu wenig. Da muss man auch die Grenzen aufzeigen. Wir haben im Landtag so oft darauf hingewiesen, dass vor allem beim Schulpersonal so viel Mängel da sind, so viele Plätze fehlen, so viele Ressourcen fehlen. Ja. Und es ist schade, dass heute Sie hier sind und nicht der zuständige Landesrat Achammer, der hier in den letzten Jahren nicht dafür gesorgt hat, dass wirklich auch die Schulen mit den notwendigen Ressourcen ausgesorgt werden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es bereits sehr, sehr viele Menschen gibt, die es sich leisten können und aus Meran wegziehen, die nach Algund oder in andere Gemeinden rundherum ziehen, weil sie ihre Kinder nicht auf die Schulen in Meran schicken wollen. Ich kenne Fälle, und das sind alles weder Rassisten noch sonst was, denn das wird ja immer gleich unterstellt, dass man dann gleich irgendwie rechtsböse, was weiß ich, wäre. Na, das sind ganz normale Südtirolerinnen und Südtiroler, die sagen, mein Kind an dieser Schule, wo kaum jemand Deutsch spricht, wo die Kommunikation auf Italienisch im Pausenhof läuft, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, einmal mehr, einmal weniger, aber die schauen
auszustellen. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sagen muss, da haben wir komplett versagt. Also das Problem ist die unkontrollierte Migration bis zum Schluss. Wenn ich jemanden habe, der hierher kommt, fix einen Arbeitsplatz hat, auch integrationswillig ist und sich bemüht, denn das muss ja sein, auch wenn ich irgendwo in ein anderes Land hingehe, ich muss mich ja selbst bemühen und mir selbst auf die Finger klopfen und sagen, ich will jetzt hier auch mich integrieren. Und das müssen wir auch fördern und nicht irgendwo die Hängematte unterstützen. Und um das geht's, denn ich bin mir sicher, dass auch hier viele, die erkennen werden, hoppala, wenn ich mich nicht integriere, werden mir diese Leistungen, die ich jetzt bekomme, auch gestrichen. Schatz, okay.